Wir befinden uns auf der Zielgerade in FC 24 und gleichzeitig auf der Startbahn zu FC 25. Es gibt wieder einige Ratings, die wahrscheinlich sehr, sehr diskussionswürdig sind. Und auch der heutige Content macht dann schon wieder Bock, sich doch ab und zu mal einzulocken, um zumindest die Tagesboni mitzunehmen. Servus, Grüezi und Hallo zum weiteren Video. Danke für den grandiosen Support. Jetzt auch noch Ende August. Ich kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht, dass wir in den neuen Teil reinstarten. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ich hoffe auch wirklich, dass ihr noch die ein oder andere Minute Pause machen werdet, bevor dann die Web-App am 18. oder 19. September startet und wir da voll reingehen in den Grind. Würde mich übrigens wieder mega freuen, wenn ihr dem Video schon mal einen Daumen nach oben gebt. Das motiviert mich, auch hier weiterhin die täglichen Videos zu bringen. Heutiger Content 1 aus 4, 95 plus Picks, ja, hat man jetzt immer die 94 plus Picks, jetzt kämen noch zusätzlich, also 92 plus Picks haben wir und jetzt haben wir noch 95 plus Picks, Weg zum Ruhm, schreibt deine Geschichte, Team of the Tournament, Legenden des Spiels und Footies, alles ohne Icons, viermal am Tag wiederholbar, zwei 92er Teams, ich denke mal die meisten von euch haben das 99er Team oder viele von euch haben das 99er Team schon erreicht, ich noch lange nicht, auf jeden Fall gibt es jetzt noch eine weitere Möglichkeit, da etwas zu craften. Wer da noch drinsteckt und die eine oder andere Karte braucht, wird hier womöglich fündig. Es wird jeden Tag wiederholt, viermal abschließbar. Könnt ihr euch super craften. Die Packwood ist nach wie vor sehr, sehr gut. Gestern kamen ja auch noch wieder die Player Picks. Da habe ich nur die krassesten Pulls gesehen. Und bitte denkt dran, wir haben heute Dienstag. Wer die noch nicht gemacht hat, die Tauschbahn Tots oder Tauschbahn Team of the Week Upgrades, die werden morgen wieder refreshed. Also wenn ihr Free Coins haben möchtet, dann nehmt die Dinger mit und verkauft es. Ja, habt ihr ein paar Coins, könnt ihr entweder noch eine UV-Liste bauen, wer noch Bock hat, sich das ein oder andere Shoppack zu ercraften oder halt einfach was weiß ich was machen mit den Coins. Bisschen Thema noch, was mir ein bisschen auffällt, was ich nicht ganz verstehen kann. Hat mich einer von euch gestern drauf gebracht beim Kommentar des gestrigen Videos, warum EA eine Karte, die 100.000 Coins kostet, wenn überhaupt, als SPC bringt und dafür den zehnfachen Preis verlangt. Ja, gut, man kann sich diesen Fiera locker ercraften. Ja, hier einfach da so ein 87er und 89er Team. Ja, habe ich erst auch gedacht, hey, was ist das? Aber der kostet ja gar nichts, der ist ja geschenkt. Also macht jeder alles richtig. Ja, also da bitte nicht immer gleich aufregen, auch wenn meine Hand ein bisschen teurer ist oder was auch immer. Vollkommen egal, was diese SBCs kosten. Es ist wirklich wurscht. Ja, Futter kannst du unendlich kreieren. Und wenn du so eine SBC machen willst, wie Pelé, Raul, Rivaldo, Fiera und so weiter, wie sie alle heißen, hast du in ein paar Stunden zusammen. Also, ich nehme das schon gar nicht mehr wahr, was da an Coins bei den SBCs kostet, weil halt eh jede SBC so easy zu ercraften ist. Daher einfach mal im Wind rausnehmen, ja, das nicht so ernst sehen mit dem FC24-Content. Ich finde es ein bisschen schade, dass es ja schon ein Stück weit von ihr gestreckt wird. Ja, Hater würden jetzt sagen, so wie deine Videos, WPX, aber ich sag's ganz ehrlich, ich für meinen Teil hätte es auch gern, dass wir die Preseason-Sachen gern fertig machen, aber ja, wir rühmen uns immer damit, dass wir FC 25 genauso lange durchziehen werden, wie wir FC 24 jetzt durchgezogen haben, nämlich bis zum Ende und somit können sie den Content strecken, wie sie wollen, die Dinger nehmen wir mit, weil wir wollen natürlich am 10. Oktober die bestmögliche ja, Pack-Ausbeute dann auch realisieren. Denkt mal zurück an letztes Jahr FC 24, als die Vorbesteller-Packs dann gekommen sind. Da war es dann so, dass es ein bisschen mit dem Fail connected war. Ich hoffe, nächstes Jahr läuft es besser. Aber hier nochmal der Hinweis, bitte nehmt alle Free Packs mit, die es gibt. Ja, erspielt euch die Sachen. Und hier nochmal ein Benzema 97er Rating ist okay. Brauche ich jetzt zwar nicht, weil alles unter 99 macht mein Team nicht mehr stärker. Aber immerhin eine gute Karte im ersten Pick scheint dann schon zu sein, dass das Ding auch gönnt. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so aus diesen 95 plus Picks rausholt. Dann kann man schon mal sehen, inwiefern da, oder wo da die Reise hingeht und wie sich das Ganze dann auch lohnt. 80 mal 10, da braucht man nicht weiter reingehen. Gold Pack, würde ich sagen, schauen wir uns an, was heute im Laufe des Tages alles bekannt wurde an ja, weiteren Leaks, weiteren Kartendesigns für FC 25. Und da, oh stopp, ich habe was vergessen. Da muss ich nochmal ganz kurz zurück. Ja, ich mache ja die Videos uncut für diejenigen, die das erste Mal hier sind. Ja, ist für mich immer so, ja, da gibt es immer wieder mal kleine Fehler, manchmal größere Fehler, manchmal übersehe ich die Dinge. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, da werden die Augen auch nicht mehr ganz so ja, gut funktionieren. Hand-Augen-Koordination lässt auch schon langsam nach, deswegen werden die Weekend-League-Siege auch immer weniger. Aber ich habe großen Spaß mit euch, mein Hobby hier zu teilen. Und wir haben
Ricardo Calafiori bekommen. Ja, die Bayern-Fans wünschen sich ja einen Innenverteidiger. Arsenal hat sich wahrscheinlich den vielversprechendsten da geangelt. Jetzt hat er auch eine Arsenal-Karte bekommen, 98er Rating, kann auch Linksverteidiger spielen. Ja, wie wird er immer so ein bisschen so mit Maldini verglichen, hat eine elegante Art zu verteidigen. Ja, bin ich gespannt, wie er sich bei Arsenal machen wird, und natürlich ist man als Bayern-Fan da ein Stück weit, ja, neidisch, wenn du siehst, dass Mickey van de Ven bei Tottenham für 35 Millionen, glaube ich, oder Calafiori für 50 Millionen da hingegangen sind und im Endeffekt im gleichen Preissegment wie die Ligt, Upamecano und Kim waren. Hätte man auch haben können. Ja, irgendwie, ob es realisierbar ist oder realisierbar gewesen wäre, weiß ich nicht. Er ist auch noch Linksfuß, also ganz, ganz selten, und so einen Top-Verteidiger zu haben. Ja, schauen wir mal, wie er sich macht in der Premier League, und schauen wir auf jeden Fall auch mal, was Bayern in dem Verteidigtechnisch die nächsten Jahre noch machen wird. Ja, blickt man natürlich als Fan ein bisschen mit Sorge in die ganze Thematik rein, weil Kim tut einem wirklich leid, aber ich glaube nicht, dass er da das Niveau hat, dass er den FC Bayern langfristig weiterbringt. Gut. Zurück zum Thema, zurück zur Kernkompetenz, FC 25, Flashback Design, das ist ja offiziell, ihr wisst es, Neymar spielt in Saudi-Arabien, Suarez und Messi spielen bei Miami, und jetzt träumen natürlich viele von der Flashback SBC. Denkt mal zurück, FC 24 hatten wir Kevin De Bruyne, ziemlich safe, oder am Anfang Kevin De Bruyne als Flashback SBC bekommen, jetzt könnte es natürlich so sein, Lionel Messi, Suarez, Neymar, einen von den drei Boys, MSN hieß es damals. Schaut gerne mal auf den Playstyle von Suarez, da hat sich der Designer, der Wettdesign, was Besonderes einfallen lassen. Zu gut einfach. Aber wie gesagt, offizielles Design könnte einer der Jungs dann am Anfang schon kommen als SBC. Wen wünschst du dir? Messi, Suarez, Neymar? Gerne mal dein Wunsch hier äußern, vielleicht hilft's ja. Dann Special Cards, weitere Kartendesigns. Kartendesigns kann EA wie jedes Jahr. Ja, das machen sie wirklich hervorragend seit ein paar Jahren, übertreffen sie sich da Woche für Woche selber, und das sind Man of the Match, Pro Event, Moments, Foundations und Dynamic Duos, das sind offizielle Kartendesigns, die wir in FC 25 wohl sehen werden. Auch Showdown Design ist da, Basic Showdown, ja, ihr wisst es, zwei Karten treten gegeneinander an, können jetzt am Ende des Jahres auch noch viele Showdowns kommen, dann von ihr im FC 24, und im FC 25 wird das dann das Design sein, sehr clean, sehr cool, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir die 10 besten Skiller in FC 25 mit Mbappé und Vinicius natürlich Top 3, war klar, ne? Buteas ist da auch mit oben, aus deutscher Sicht ist Jamal Musiala in den Top 10 mit Neymar und Dybala. Ich bin immer noch ein bisschen angesäuert von dem Rating von Musiala. Ich verstehe es nicht, wieso nur 87, aber ich sage es euch auch ganz ehrlich, es bringt eh nichts, sich darüber aufzuregen. Klar regt man sich mal kurz auf, ja, klar fühlt man es ungerecht. Wir nehmen es einfach, wie es kommt. Es wird eh nach ein, zwei Wochen so viele Spezialkarten geben, dass die ersten sowieso schon mit dem kompletten Special-Team rumlaufen. Also daher kann ihr sich eh austoben mit ihren ganzen Events, die sie Woche für Woche bringen. Und die Goldkarten, die Zeit werden wir dann auch noch überstehen. Am Anfang haben wir eh sehr beschäftigt mit Coins craften. Also daher passt schon. Dann die schnellsten Spieler, auch zwei Deutsche mit dabei, oder zwei aus der Bundesliga mit dabei, Adeyemi, zweitschnellster Spieler, ja, auch oben wieder Mbappé und Vinicius, Wahnsinn, und dann unten noch Alphonso Davies mit 95 Pace, 82 Gesamtrating. Wir haben auch noch die stärksten Spieler, auch eine deutsche Beteiligung, Birgit Prinz hat 88 Physis und 94 Stärke, ist ja auch in den Top 10 mit drin. Und hier haben wir ein weiteres offizielles Kartendesign und eigentlich auch schon den ersten Leak für FC 25. Denn nächstes Jahr wird wohl oder übel Luka Modric seine grandiose Karriere beenden, und das wäre dann seine End-of-an-Era-SPC, offizielles Design. Ja, mal schauen, vielleicht auch Manuel Neuer, Thomas Müller und wie sie alle heißen, bin ich noch nicht bereit für, muss ich ehrlich sagen. Aber wird auf jeden Fall so sein, dass das hier das offizielle Design ist. Dann geht's weiter. Ja, Flashback haben wir gerade gesehen. Bayern Ratings haben wir gestern ausführlich besprochen. Hängt das Video von gestern nochmal am Ende dran. Wir haben auch noch VfB Stuttgart Ratings. Da fühlt sich's irgendwie so an, als wären die im Abstiegskampf gewesen letztes Jahr. Spielen Champions League. Hatten die stärkste Saison der Vereinsgeschichte. Punktemäßig natürlich. Ich weiß, dass sie deutscher Meister wurden. Keine Sorge. Aber punktetechnisch stärkste Saison. Und dann ist die 81er Goldkarte die stärkste Karte, die du kriegst als VfB-Fan. Ja, könnte man sich jetzt auch wieder ärgern. Ärgert euch nicht, Freunde. Ich hoffe, der VfB wird dieses Jahr auch wieder eine gute Saison spielen und viele Spezialkarten für euch sammeln. Auch einen BVB-Bonus gibt es dieses Jahr nicht. Ja, groß mit 81. So, hätte ich mehr erwartet. Bei Jan Couto auch so. Und Schlotterbeck schaut ganz gut aus für ein Starterteam. 85er Rating, 77 Pace. Könnte man womöglich mitarbeiten. Van de Ven Starterteam, für mich mein Abwehrchef Nummer 1, die Karte. Ich wollte den damals schon, als er von Wolfsburg nach Tottenham gegangen ist.
Ja, das wäre damals mein Traum gewesen, nicht dieser Kim. Jetzt weiß man alles besser, aber Nicky van de Ven ist wirklich Nicky van de Ven. Ein grandioser Verteidiger. Auch Serie A-Ratings haben wir momentan Top 10. Lautaro Martinez mit 2 Stärkepunkten Vorsprung vor allen anderen. Das ist ein Statement. Und dann natürlich auch Theo Hernandez und Leao, die man sehr, sehr gerne hätte am Anfang in so einem Starterteam. Ne? Kanté hat das beste Downgrade bekommen, was man sich wünschen kann. Er hat Gesamtrating minus 1, aber plus 7 Pace. Wird natürlich dafür sorgen, dass mehr Leute Kanté spielen werden, ja, weil einfach Pace immer das Allerwichtigste ist. Auch Gyökeres, tolle Starterkarte, Openda für die Bundesliga oder Rafa Varane, hier seine offizielle Karte. Ja, 82 und 1 müsst ihr mir jetzt mal erklären, wie kann es sein, dass Jeremy Doku das gleiche Rating hat wie Timo Werner? Ja, es ist wirklich wie so ein, du willst dich nicht drüber aufregen, du sagst dich, regst dich auch nicht drüber auf, aber du findest dann immer wieder irgendwelche Ratings, wo du dir denkst, hä? Was machen die das absichtlich? Und ich glaube, ja, die machen das absichtlich, um einfach da ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wir erzeugen jetzt da mal richtig Hype in positiven wie in negativen. Das können sie auch mit ihren Fails wie keine zweiten. Und somit nochmal mein Appell, bitte nicht über Ratings aufregen. Es wird ganz, ganz schnell obsolet werden im neuen Teil in FC 25. Es wird viele Evolutions geben. Es wird viele Promos geben, viele Spezialkarten, viele SBCs. Ja, denkt mir einfach nur an die Flashbacks, die am Anfang des Videos angeschaut haben. Sowas wird kommen. Und das Team wird sich ganz, ganz schnell von Silber- und Goldkarten verabschieden. Also werden nicht lange in eurem Team sein. Nur am Anfang werden es wichtig sein fürs Trading, beim Wettbewerbstart, beim ersten Grind in den ganzen Game drin. Da wird es wichtig sein, was das Rating, ja, oder was die Goldkarten sein werden, die man heute dann zieht. Und hoffentlich zieht ihr dann richtig gute Tradable Goldkarten, um das nötige Budget zu haben, dass wir dann gemeinsam reingehen können in ein tolles FC 25er. Darum geht es nämlich. Wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr meine Videos immer noch schaut. Bis hierhin. Gerne Hashtag 14, wer noch dran ist. Und wir sehen uns dann morgen wieder um 17 Uhr live oder heute dann selbe Zeit, selber Ort mit diesem Video. Danke für alles. Habt einen schönen Abend, bleibt gesund. Peace out.